Hallo Leute, heute schauen wir uns ein Haus an von einem Freund von mir, der hier in Hua Hin, nicht weit weg von der Sunshine Residence, das ist eine Alterssiedlung, ein Haus verkauft, beziehungsweise sein Haus verkauft. Und Christian ist auch am Start, wobei ich kenne die Location. Christian wird einfach uns die Eckdaten sagen, denn es ist seine Immobilienfirma, die das Ganze verwaltet bzw. verkauft. Und danach laufen wir mal schnell durch und schauen uns das Ganze an. Ja, es geht bereits schon hier los, und zwar diese lange Einfahrt. Da haben mehrere Fahrzeuge Platz und das gehört schon alles zum Grundstück. Wie man auch bereits sehen kann, steht da auch schon ein Haus vorne links, das gehört aber nicht dazu. Da ist ja auch abgetrennt hier, und hier geht es dann zu dem Grundstück, welches verkauft wird. Da noch ein Einfahrtstor vorne und hier auch links und rechts alles bepflanzt. Achtet darauf, Leute, es hat hier sehr viele Obstbäume, was absolute Weltklasse ist, ihr werdet es gleich sehen. Und da haben wir auch schon Christian. Hallo. Christian, du wirst uns heute die Eckdaten verraten. Ich habe schon gesagt, dass ich das Haus dann gerade selber zeige, ja, weil es ist ja... Hier. Genau, hast richtig. Ja auch schon erwähnt hier, lange Einfahrt, also wir haben zwei Chalets hier mit 792 Quadratmetern Land insgesamt, mit zwei Häusern. Das eine wurde gebaut vor knapp 16 Jahren, das Haupthaus. Und dann wurde vor knapp zwei Jahren ein weiteres Haus hinzugefügt. Also wir haben hier 140 Quadratmeter Wohnfläche und im Gästehaus 40. Ja. Ja. Pool 7x3,5. Aha. Und ja, auf einem knapp einem halben Rei für unter 6 Millionen bei 5,99 liegen wir hier. Okay, sehr interessant. Ja, dann würde ich sagen, schaue ich das Ganze mal an. Du kennst es ja bestens. Ja, und ich werde gleich mal draußen beginnen, Leute. Und zwar mit dem hier, was wir hier auch haben. Ich gehe mal davon aus, dass das bleiben wird. Ich nehme nicht an, er nimmt die Kois mit, aber hier draußen hat es natürlich einen kleinen Koi-Teich mit riesigen Kois. Das ist so ein bisschen das Hobby hier vom Eigentümer, da Kois zu halten. Dann, wie Christian bereits gesagt hat, haben wir hier rechts das eine Häuschen, das Neuere, das schauen wir uns gerade zuerst an. Das ist so der Eingangsbereich, der Aufenthaltsbereich. Dann geht es hier rein. Da haben wir ein Schlafzimmer. Also das könnte man natürlich auch wieder so als Maid Room nehmen. Also wenn man jetzt eine Hausangestellte hat. Oder als Gästezimmer. Eins von beidem. Hier geht es ins Badezimmer rein. Da auch mit einer riesigen Dusche hier drüben, da Warmwasser und hier ist noch Waschbecken und Toilette. Dann haben wir natürlich auch noch einen Swimmingpool mit noch einem großen Garten hier hinten, da ist sozusagen alles gepflanzt, man sieht Bananenbäume, dann auch diverse Obstbäume, ich glaube Durian hat er auch noch, Zimtapfel, ja Durian ist einer dort, Zimtapfel, dann vorne ein großer Mangobaum, der hat auch schon Früchte, sehen wir dann vielleicht beim Rausgehen noch und. Dann haben wir hier auch noch eine Außendusche und WC für die Benutzung des Pools, einmal da drin, also zu diesem Hausteil. Dann hier ist das Pumpenhäuschen und dann haben wir da auch nochmals eine Außendusche. Ich gehe mal davon aus, die wird auch noch funktionieren, aber da das ja im Nachhinein gebaut wurde, denke ich, dass die meisten Leute jetzt dort drin duschen gehen. Dann gehen wir mal ins Haus rein. Da haben wir so eine Sitzecke bei der Terrasse. Hinterm Haus, habe ich mir sagen lassen, gibt es noch einen Zwinger. Den schauen wir uns nachher auch noch an. Das geht noch innen auf. Weil er hat auch noch Hunde. Zwei Stück. Darum auch ein Schild bei der Einfahrt. Das ist das Wohnzimmer. Das ist sehr groß. Aircon ist da. TV hat er jetzt da in dieser Ecke. Dann hier ist die Küche.
Da haben wir die Küche mit, was ist das noch, Gasplatte. Und dann gehen wir da rüber, da haben wir das eine Schlafzimmer. Schätze mal, das ist das Gästezimmer. Aircons sind auch überall vorhanden, wie man sehen kann. Da schauen wir noch schnell rein. Ich denke, das ist ein Aufenthalts- oder wie nennt man das? Eine Krümpelkammer. So, ja, da könnte man noch eine Waschküche reinmachen oder halt einfach Stauraum für Sachen, Werkzeug etc. Dann hier haben wir ein Bad. Da ist jetzt dann auch die Waschmaschine drin, wie man hinten sehen kann. Hier Toilette, Waschbecken. Da finde ich die Aufteilung noch sehr interessant. Also auch groß, hier noch schön da mit dieser Rundung drin. Auch hinten offen, also da hinten noch so eine Türe. Da eine Nische mit der Dusche drin und dann eben auch hier noch die Waschmaschine. Und dann haben wir auch noch das letzte Schlafzimmer. Das wäre da. Deutsches Radio hört man auch im Hintergrund. He? Das ist das Master Bedroom, kann man so sagen. Hier. Was man auch sagen muss, es läuft jetzt kein Aircon, es ist sehr angenehm kühl. Also ist überhaupt nicht heiß. Ich glaube, das liegt eben auch daran, dass alles schön beschattet ist. Auch schön bepflanzt drumherum. Aber das schauen wir uns nachher draußen noch an. Hier haben wir einen großen Schrank. Da auch nochmals ein TV. Das kommt eben auch alles so, persönliche Sachen. Die nimmt er dann mit, aber im Grundsatz wird es komplett möbliert verkauft. Und da haben wir dann noch das große Badezimmer hier mit Toilette links. Da so eine Waschbeckenecke. Und dann da auch noch die etwas größere Dusche hier mit wesentlich mehr Platz. So schaut das dann noch von dieser Seite aus. So, das war's mal zum Haus. Von innen, da, vielleicht habt ihr es gesehen, da ist auch noch ein Fenty angebracht. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns draußen noch ein bisschen um. Okay, dann gucken wir da mal noch schnell den Garten an. Vor allem auch, wie es hinterm Haus ausschaut und dann noch die andere Seite. Da ist noch der Durienbaum. Ja. Und irgendwo da hinten müsste dann auch der Hundezwinger zu sehen sein. Ja, das ist auf der anderen Seite. Das ist eben noch dieser Streifen, den man vom Haus nach hinten sieht. Hier noch ein Zaun auf der hinteren Seite. Da ist auch schon jemand auf der Seite. Aber hier ist jetzt kein Gebäude, das da steht. Hinten steht noch ein Gebäude, aber auch alles relativ gut auseinander. Also es ist jetzt nicht so, dass da die Nachbarn sich gegenseitig ins Schlafzimmer schauen, ja, was ja auch bei vielen Bauten etwas störend sein könnte. Aber es geht noch weiter. Ich habe es ja vorher erwähnt, da der Mangobaum mit aktuell vielen Mangos. Und hier ist auch noch so eine Abstellfläche da, wo man gute Motorräder abstellen kann. Er hat da jetzt auch noch ein kleines, in Anführungszeichen, Gym oder so ein Trainingsplatz. Da auch noch ein Aufenthaltsraum. Also vor allem für Fahrzeuge hat es extrem viel Platz. Man könnte hier theoretisch auch noch reinfahren, wenn man das möchte. Wenn man jetzt einen Unterstand haben will, hier oder überdacht und nicht draußen auf der Straße. Und dann hier hinten ist noch der Zwinger, wo seine Hunde drin sind, da hinterm Haus. Ja, das war's hier vom Objekt meines Freundes. Zur Lage noch schnell was. Das Lotus Well ist nicht weit weg und die Sunshine Altersresidenz
Das sagt den meisten von euch wahrscheinlich was, vor allem die, die Hua Hin kennen, die beiden Altersresidenzen. Und genau hier in diesem Gebiet liegt auch diese Immobilie. Auch hier gilt wie immer, wenn ihr es mal anschauen möchtet oder Interesse habt, in der Videobeschreibung findet ihr die Kontaktdaten von Christian. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund. Grüße aus Thailand.